Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier zum nächsten Video. Und in diesem Video sprechen wir über den aktuellen Content plus Leaks, und zwar zu Future Stars. Das ist das nächste Event, was scheinbar kommen wird. Und am Ende des Videos gibt es tatsächlich nochmal ein bisschen Real Talk, denn bei FIFA bzw. EA ist nicht alles immer cool und lässig, sondern es gibt ja auch, wie wir wissen, viele Schattenseiten. Das am Ende des Videos, aber wir starten erstmal rein mit dem 19 Uhr Content. Hier kurz als Überblick: Wir haben den 85 Plus Pick bekommen, der 15.000 Münzen kostet, ist nicht ganz so günstig, kann man aber machen, wir werden ihn gleich testen, und wir haben ein Pack bekommen, was man jetzt eben auch abschließen kann. Wir gehen rein, ohne lang zu zögern, in den 85 Plus Pick. Ich hoffe, dass wir daraus was ziehen können. Man kann ihn, glaube ich, jeden Tag einmal wiederholen, und wir schauen einfach mal, ob das Ganze hier gönnt, und wir ziehen ja 3 85er, aber zumindest einen Inform. Und das ist hier eben noch die zweite SBC. Man kriegt ein Gold-Profis-Pack, und da sind die Anforderungen ein bisschen mühsam. 14 Chemistry nur, aber sowas packe ich meistens bei Easy SBC rein. Hier ist die SBC und lasse das eben aus meinem Verein. Ihr seht es hier oben, komplett lösen von einer KI, und die sagt dann eben, hey komm, gib diese Spieler rein, weil das ist die günstigste Lösung für dich und die Karten hast du sowieso im Verein. So, ich habe das Ganze jetzt einfach nachgebaut und wir geben das jetzt ab. Öffnen das Pack auch direkt. Ist halt kein großes Pack, aber immerhin jetzt relativ schnell gelöst. So, gehen wir rein. Das Pack ist aber tradable und es ist ein Rare-Spieler drinnen. Man kann hier ganz theoretisch was ziehen, ist aber brutal unwahrscheinlich. Wir skippen und ziehen leider nur Non-Rares. Was aber noch ein geiles Feature ist bei Easy SBC, by the way, Code David für 50% Rabatt. Lohnt sich wirklich sehr, wenn ihr euch sowieso eine Mitgliedschaft holen wollt, weil dann zahlt ihr, glaube ich, 3,50 im Monat. Es gibt verschiedene Abo-Modelle, also hier könnt ihr es eh sehen, aber die in der Mitte reicht euch und dann kostet es ca. 3,50. Auf jeden Fall hier, ihr seht es, ihr könnt euren Verein dann filtern und nachschauen, welche Bronze-Silber-Karten was kosten. Und das ist halt extrem stark, das Feature, weil ich sehe jetzt hier, ah okay, diese Karten kann ich einfach verkaufen. Ich gehe in meinen Verein, verkaufe die und nehme hier locker 20.000 oder so mit. Einfach dadurch, dass ich hier geschaut habe. Also das ist wirklich ein Bombenfeature, solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Wir haben jetzt endlich die Hero Evolution bekommen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass die letzten Tage die Hero-Karten immer wieder angestiegen sind. Und dadurch habe ich auch sehr viele UV-Verkäufe gemacht in dem Bereich. Deswegen sollte man Heroes auch immer auf die UV-Liste geben, weil immer wieder Evolutions im Gespräch sind. Es gab ja auch schon mal eine Evolution mit Heroes, und ich zeige euch mal ganz kurz, was da die beliebtesten Karten sind. Laut Footbin jetzt, Stand jetzt zumindest, ihr seht da, Francescoli ist natürlich eine Bombenkarte am Ende des Tages. Dann Keen haben wir, Forlan, Brolin, Vialli, aber da können wir auch nochmal kurz nachschauen, wie die normale Karte sich im Preis entwickelt hat. Die ist jetzt komplett extinct bei 42.000 und lag davor eigentlich immer hier bei, ja, 30.000, 25.000, sowas um den Dreh. Übrigens hier eine kleine Info wegen dem Easter Egg bei FC Pro. Das Land scheint die Türkei zu sein. Also hier mit einem türkischen Spieler eben 3 angeschnittene Tore machen. Ist jetzt nicht sonderlich schwer. Und dann bekommst du einen Coins Boost, also 5.000, was echt nicht schlecht ist, also 5.000 Münzen, plus du kriegst ein 83 plus mal 2 Pack, nur dass ihr da auch Bescheid wisst. Das nächste Event, was anstehen wird, ist eben Future Stars, habe ich am Anfang des Videos schon erklärt. Rodman wird da auf jeden Fall kommen und Palmer, die beiden Karten werden kommen. Die Promo wird übrigens 2 Wochen gehen und eben als nächstes dann kommen. Dann, Freunde, es gab bei diesem Pack hier einen Fehler und diesen Fehler zeige ich euch jetzt gleich mal. Hier seht ihr jetzt, es passt alles. Man kriegt einen Player Pick, einen Road to the Final Player Pick, kostet eben hier 100 Points oder 30.000 FIFA Points, und man kriegt einen Road to the Final Player Pick einfach. Es stand aber tatsächlich bis vor, ich glaube, gestern oder so, da, dass man eben einen Road to the Final Hero bekommt. Road to the Final Hero hat man aber natürlich nicht bekommen und dementsprechend ist das halt ein Fehler. Oft gibt es für sowas eine Compensation. Jetzt gerade ist das Pack wieder normal, also wenn ihr jetzt das Pack öffnet, kriegt ihr keine Kompensation oder irgendwas. Aber diesen Fehler, ja, den gibt es, beziehungsweise gab es. Mal schauen, ob es dafür eine Compensation gibt. Man muss dazu sagen, bei Messi ist auch gar nichts passiert. Ja, ihr habt es ja mitbekommen, Messi komplett verbuggt, einfach in jedem dritten Player-Pick gefühlt. EA sagt, der war nicht in so vielen Player-Picks. Ist natürlich eher kompletter Quatsch und deswegen gibt es anscheinend auch, ja, keine Compensation. Übrigens, EA hat auch einen kompletten Artikel dazu veröffentlicht, was jetzt mit dieser Messi-Geschichte ist, und das ist wirklich der größte Quatsch, den man sich vorstellen kann. Sie haben hier gesagt, ja okay, es gab einen Fehler mit dieser SBC und 2 Ligen bei dieser SBC, bei diesem Player Pick,
konnten sozusagen nur einen Spieler ausspucken und der, also der dann 86 plus war, und das war Rest of the World und MLS. Die SBC war 24 Minuten lang aktiv und dann wurde sie runtergenommen. Habt ihr alle mitbekommen? Und sie sagen jetzt, dass 0,7% den Messi bekommen haben. Das kann nicht stimmen. Das kann einfach nicht stimmen, wenn man danach geht, wie viele Posts man dazu gesehen hat, wie viele Leute Messi gezogen haben. Und ja, natürlich, wenn man Messi nicht sieht, postet man auch nichts. Aber 100% waren das mehr als 0,7%. Was ist jetzt die Lösung von EA? Sie haben gesagt, hey, wir verstehen, dass das halt voll frustrierend ist für euch und so, aber wir machen es einfach so, Messi bleibt bei den Leuten, die ihn gezogen haben, und alle anderen kriegen Messi nicht. Die SBC wird auch nicht nochmal kommen. Super EA, toll gelöst, im Sinne der Community einfach gar nichts gemacht. Die, die Messi haben, haben einen brutalen Vorteil im Spiel. Ich gönne es jedem, der Messi bekommen hat, trotzdem ist es unfair, und das ist EA anscheinend auch wirklich komplett egal. Ein weiterer Fehler, der jetzt vor kurzem passiert ist, ihr seht es hier, es hatten Leute auf einmal 98er Teller im Verein. Und jetzt schaut euch bitte mal diese Stats an. 99 Tempo, 96 Schießen, 98 Passen, 98 Dribbling, 83 Physis. Freunde, diese Karte ist ein absoluter Cheatcode und ihr seht hier eben, dass Leute teilweise gesagt haben, hey, ich habe auf einmal diesen Teller im Verein. Was ist da passiert? Ich werde euch das Ganze jetzt kurz erklären. Dafür gehen wir auf Footbin, denn dort kann ich euch das Ganze am besten veranschaulichen. Wir gehen auf den Teller, auf diese Special Card. Und zwar, der hat ja eine Rotated Knockout Karte bekommen. Jetzt ist es aber so gewesen, dass der erstens mal eine englische Karte hat und dann eine nigerianische Karte. Und jetzt war es anscheinend so, dass die Leute, die diesen Teller als Silberspieler im Verein hatten, die haben ihn dann plötzlich einfach als Road to the Knockout im Verein gehabt. Das heißt, der Silber wurde anscheinend ersetzt für den Road to the Knockout. Und alle Leute, die den Road to the Knockout dann irgendwie in einer Evo gemacht haben oder so, die haben dann auf einmal hier ein 98er Rating bekommen. Das ist jetzt alles schon hier behoben und so, aber es hatten dadurch dann eben einige Leute einfach 98er Teller im Verein. Leute, was passiert in diesem Spiel? Des Weiteren, jetzt gerade in dem Moment, wo ich das noch aufzeichne, findet das Finale statt von den FC Pro. Und ihr merkt auch hier, ich habe euch ja damals empfohlen gehabt, alle Live-Karten immer unter 12k mitnehmen. Das empfehle ich euch auch weiterhin, weil man sieht hier wieder, wie schön das funktioniert. Sogar ein Makengo kostet 20k, obwohl der eh schon rausgeflogen ist, der Typ. Also von dem her auch da einfach fast 10k Profit. Simakan ist ja auch wirklich rising, rising, rising. Anders Wehrjang ist da jetzt gerade auch im Finale, glaube ich. Ja, die spielen jetzt gerade, das ist auf jeden Fall brutal intens. Also von dem her, Freunde, das ist jetzt vorbei. Wollte ich auch nur kurz informieren, FC Pro ist vorbei. Gewinne sehr, sehr krass, weil einfach die Karten tendenziell echt noch gut gestiegen sind. Die waren halt auch vorher einfach viel zu günstig. Und ich habe ja am Anfang des Videos gesagt, dass es jetzt am Ende vom Video nochmal ein bisschen ernster wird. Und zwar zum einen sprechen wir mal über Moments. Das ist noch so semi-ernst, ganz kurz einfach nur. Was macht EA mit diesem Modus, Bruder? Sie haben einfach diesen Moments hier oder dieses Moments-Fenster, sage ich jetzt mal, Standard-Situationswahnsinn rausgebracht und dann einfach 2 Monate Nüsse, Bruder. Zero, zero, zero. Das ist ein Spielmodus in FC24 Ultimate Team, wofür man irgendwo auch Geld zahlt. Also man zahlt ja auch für den Modus Geld und man kriegt einfach gar nichts. Hier kommt nichts Neues. Moments ist komplett ausgestorben. Nicht, dass das ein Modus ist, den ich jetzt den ganzen Tag gespielt habe, aber krass ist das trotzdem und da braucht sich auch EA dann nicht wundern, warum das halt keiner spielt. Des Weiteren, und das ist jetzt wirklich ein Thema, wo ich ganz gerne auch in Zukunft vielleicht noch ein eigenes Video machen würde. Wirklich ein umfangreiches Video, auch eins, wo ich viel mehr schneide und so, wo ich wirklich versuche mit Effekten zu arbeiten und so, weil ich kann ja Videos schneiden, ich arbeite ja auch bei einer Agentur und bin dort Video-Editor. Also von dem her, ich habe Bock, ein Video zu machen zu dem Thema Packs, EA, wie die eben sozusagen Gewinne machen, Mikrotransaktionen, dies, das, Ananas. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass sozusagen, wenn ich da
zu viel schieße gegen EA, dass da dann früher oder später irgendwie was kommen könnte, im Sinne einer Anklage oder was auch immer. Keine Ahnung, ob das realistisch ist, aber da habe ich halt ein bisschen Respekt davor. Deswegen mal schauen, ob ich so ein Video in naher Zukunft machen werde. Hier auf jeden Fall ein Tweet von Dihan und da habe ich mir dann die Zahlen auch nochmal angeschaut. Das ist wirklich krass. Hier leider der Beweis eben 42% Umsatzsteigerung im Q3 bei EA, obwohl sie eben 5% weniger Spiele verkauft haben. Die Untrade Packs im Store sind absolutes Gift für das Spiel und für euren Geldbeutel. Bitte hört auf, diesen Müll zu kaufen. Welche Packs meint er? Er meint halt wirklich die klassischen Packs einfach. Es gibt ja so viele Packs, es ist unnormal. EA fährt gerade eine Strategie, das ist so aggressiv, es ist unglaublich. Schaut euch bitte an, wie viele Packs hier schon wieder sind. Ein 600k Pack ist einfach im Shop. Und die Relation von Coins und FIFA Points ist bewusst ganz falsch gewählt. Hier sind die Points viel niedriger im Vergleich zu einem günstigeren Pack. Also das machen sie ganz absichtlich. Hier zum Beispiel ist die Relation ganz anders. Also ihr seht, 21k, 350 FIFA Points, das passt überhaupt nicht mit der Relation hier hinten zusammen. Das ist absolut absichtlich, weil EA unbedingt diese Packs für Points verkaufen will. Sie wollen nicht, dass du 600k für das Points ausgibst, für das Pack ausgibst. Sie wollen, dass du 3000 FIFA Points ausgibst. Das ist das, was sie wirklich wollen. Und das bekommen sie auch erstaunlich gut hin. Ihr seht hier auch, Live-Services ist der größte Part von EA's Business aktuell. Ja, Live-Services sind 73% und Live-Services sind eben unter anderem genau diese Mikrotransaktionen, von denen wir hier die ganze Zeit sprechen. Plus, Freunde, der Nettogewinn, und das ist jetzt das Q2, glaube ich, müsste das sein, genau, der Nettogewinn vom Q2 hat sich auch einfach mal um 25% erhöht im Vergleich zum Vorjahr. Also sie haben 2023 im Q2 25% mehr Profit als 2022 im Q2 und das ist schon echt krass. 399 Millionen, im Vorjahr waren es 299 Millionen. Einfach mal um 100 Millionen nach oben gefahren. Natürlich auch wegen Spielen wie Madden und hier und da, aber hauptsächlich wegen FIFA. Das wissen wir, das weiß EA und deswegen ballern sie Packs ohne Ende raus. Und wir regen uns drüber auf, aber es gibt anscheinend genügend Leute, auch von euch eben, Leute eben sozusagen, also unter euch sind da sicher welche dabei, die dann eben wirklich Packs kaufen und dementsprechend machen sie immer weiter. Und ihr seht auch hier nochmal eine Übersicht von den Umsätzen von EA und da merkt ihr, da geht's bergauf. Ja? Also EA macht immer und immer mehr Profit. Sie haben auch wieder jetzt 7,4, also nicht Millionen, sondern eben dann, es müssen dann Milliarden sein, weiß ich jetzt nicht ganz, aber auf jeden Fall, EA macht Profit, EA macht die ganze Zeit Profit und EA macht noch mehr Profit in den letzten Jahren. Ihr seht es auch vor allem, der Umschwung hier mit EAFC und so, das hat denen gar nicht geschadet. Okay, da geht es weiter bergauf. Und das ist halt schon wirklich sehr erstaunlich, wenn man beachtet, dass EA bei FIFA zumindest auch weniger Spieler hat als in den Vorjahren. Ich werde, wie gesagt, versuchen dazu ein wirklich ausführliches Video zu machen. Das kostet natürlich sehr viel Zeit und sehr viel Recherchearbeit. Aber von dem her, ich glaube, das könnte wirklich was Wichtiges sein, einfach um aufzuleuchten mal oder um klar zu machen, hey, was läuft hier eigentlich alles falsch? Ja, und sie kommen halt immer und immer wieder Jahr für Jahr durch mit demselben Quatsch eigentlich, ja, und das Ganze ist ja auch mit Lootboxen und so verknüpft, also irgendwo auch was süchtig macht. Es ist jetzt auch gerade im Gespräch, ob irgendwie Sachen wie Lootboxen und so wirklich erst ab 18 zu öffnen sein dürfen innerhalb der EU. Also da kann man auf jeden Fall auch gespannt sein, was sich da noch tun wird die nächsten Jahre. Ich denke, sie werden damit weiter durchkommen, weil sie immer irgendwelche Schlupflöcher finden und ja, so ist es halt bei großen Unternehmen. Das ist dann oft doch irgendwie möglich. Das war's auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Am Ende nochmal, wie gesagt, ein bisschen ernster. Schreibt gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Und falls ihr auch irgendwelche spannenden Infos habt, irgendwelche Quellen oder so, schreibt es in die Kommentare. Ich schaue mir das gerne an. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, habt wie immer High Hopes. Bis dann und ciao, ciao.